Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem 143. Video. Heute geht es um die Lösung D der Aufgabe, die ich in dem, ich weiß gar nicht in welchem Video war es, im Video Nummer 140 vorgestellt habe. Und zwar sollte man ein Rechteck bestimmen mit den gegebenen Ecken P und Q. Und zwar sollte man dieses Rechteck so bestimmen, dass der gegebene Diagonalschnittpunkt R ja eben Diagonalschnittpunkt ist und gesucht waren die anderen zwei Eckpunkte. Eben wichtig bei so einer Aufgabe ist es, wenn man so etwas oder so etwas Ähnliches vorgesetzt bekommt, dass man sich eine vernünftige Planfigur macht, die auch vernünftig lesbar ist. Ich habe das hier einmal gemacht. Ihr seht, nochmal hingeschrieben, lesbare Planfigur mit den gesuchten gegebenen Größen als Übersicht. Sonst kann es ohne weiteres passieren, wenn man zwei DIN A4 Seiten rechnet, dass man gar nicht mehr weiß, wohin man rechnet. Ich habe hier also einmal dieses Rechteck eingetragen. Rechteck, also sofort rechtwinklige. Ich habe nur drei rechte Winkel. Vierte ergibt sich dann. P und Q habe ich eingetragen, x nenne ich mal x1, x2, x3, völlig egal, y, y1, y2, y3, den Radius, nee, den diagonalen Schnittpunkt R, 302,5 und den Nullpunkt irgendwo. Gesucht sind jetzt die zwei Eckpunkte x und y. Ja, prinzipiell kann man sagen, dass man entweder Eckpunkte oder Punkte bekommt, indem man zum Beispiel Geraden schneidet. Das wäre hier eine Möglichkeit. Also ich kann zum Beispiel die Gerade PR aufstellen. Habe ich ja zwei Punkte. Und die Gerade PR mit der Geraden QX. Ihr seht, da komme ich schon in Schwierigkeiten. Die Idee würde mich nicht weiterbringen. Wie kann man noch Punkte herausbekommen? Also durch Schnitt, durch sogenannte Vektorzüge. Dazu muss man einen Nullpunkt festlegen. Den habe ich hier einmal festgelegt. Nee, das mache ich jetzt mal anders. Rot. Wir nehmen mal Rot, ja. Hier habe ich den Nullpunkt festgelegt. Und dann habt ihr ja alle Vektorzüge, bespricht man ja gleich am Anfang. Jetzt kann ich also verschiedene Wege gehen. Und zwar habe ich hier einmal aufgeschrieben, den ersten Weg, den ich gehen kann, um von O nach X zu kommen. Also vom Nullpunkt, um nach X zu kommen, kann ich einmal von 0 bis nach P gehen und dann von P bis nach X. Und ihr seht, weil das der diagonalen Schnittpunkt ist, ist der Weg von P nach X gerade zweimal der Weg von P nach R. Ja, also nochmal, von 0 nach X, geschlossener Vektorzug, ist das gleiche wie von 0 nach P plus zweimal PR, also PR hier einmal und PR da mal dran. Das liegt daran, dass eben die Diagonale im Rechteck der diagonalen Schnittpunkt halbiert eben die Länge der die Diagonalen. Das heißt, diese Seite ist genauso, diese Strecke ist genauso lang wie diese hier. Das habe ich aufgeschrieben. OX ist gleich OP plus 2 mal PR. Und wenn ihr euch jetzt die Gleichung anschaut, dann kann man OP einsetzen, PR kann man einsetzen, dann kriegt man OX raus als Vektor und als Punkt geschrieben ist es dann eben der Punkt. Schauen wir uns das mal an. OP ist also 6, 1, 0. Jetzt kommt plus 2 mal und von P nach R, da ist die Orientierung ganz wichtig. P nach R ist also R minus P. R ist 302,5 minus P 610 ergibt minus 3 minus 1,5. Und dann kriege ich 610 plus minus 6 minus 2, 1. Stimmt nicht. 0. Ach, das hier unten muss 2,5 heißen. Oh, 1,5. Ihr seht hier, unten habe ich vertan. Ich habe hier 2,5 minus 0. Muss ich mal eben ein bisschen größer. So, schreibe ich mal eine 2. Das sieht man überhaupt nicht. Noch größer. Entschuldigung.
sieht man auch nicht. 28 und Fett. Die sieht man. Nee. Ist immer noch nicht. 84. Jetzt sieht man die. So. Pardon, bitte ich um Entschuldigung. Also 2,5 sind 5. Analog kriegt man also von O nach Y. Da gehe ich, ihr seht es hier unten, von O nach Y bekomme ich, indem ich einmal, oder von 0 nach Y, ich gehe erst von 0 nach Q und dann gehe ich zweimal die Strecke QR. Hier ist also von Q nach R zweimal die Strecke QR, habe ich aufgeschrieben. 0Q oder OQ gibt 230 plus 2 mal R minus Q, 302,5 minus Q, 230 ist 1 minus 302,5 sind 2, 2 plus 2 mal 1 ist 4, 3 minus 6 ist mehr und 0, ja, 5. Ja, das war eine Idee. Genau, das war die Dreiecks-, die Rechtecksberechnung, und zur Aufgabe D gehörte mit Hilfe dieser Rechtecksberechnung noch eine Pyramidenberechnung. Das mache ich dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, empfehlt ihr mich bitte weiter. Sollte es nicht so gewesen sein, verschweigt ihr bitte, dass es mich gibt. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.